TV-Total EM-Spezial. Mann, 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 war das für eine Scheiße. Aber natürlich melden sich Eltern Olli live aus Portugal wieder. Dazu gibt's den einzigartigen TV-Total Blind Kick und zu Gast Kurzzeit-Torwart-Legende Lars Lese. Und hier ist ihr Gastgeber, Stefan Raab. Ja, gucken Sie mich nicht so blöd an, ich bin auch sauer. Ja. Was erwarten Sie denn jetzt, dass ich hier einen auf lustig mache jetzt oder was? Wenn Sie eine lustige Sendung sehen wollen, dann schalten Sie rüber zu Anke. Die haben heute aufgezeichnet, die wussten noch gar nicht, dass wir verloren haben. Ja. Können Sie rüberschalten, bitte zu Sat 1 gehen Sie. Heute dürfen Sie gehen, weg. Oder soll ich Sie mit Musik aufheitern? Bitte schön, Musik. Before in Axel House, 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 we're far in Axel House. Ja, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt zu Hause. Vielleicht kriegen wir noch den Zug, der für die Holländer war. Müssen wir ein bisschen beeilen. Schnell duschen und raus. Super. Ich meine, ich will ja nicht gegen die Holländer meckern, ja? Aber gegen Lettland kann jeder gewinnen. Ja. Weg, aus, Schluss vorbei, meine Damen und Herren. Ausgeschieden, kann ich ein Bier haben oder was? Kann man irgendwas, kann ich mal was zu trinken haben? Oder irgendwas Stärkeres? Wodka, habt ihr irgendwas Hochprozentiges? Ganze Flasche, komm. Was? Da hätten wir auch den FC Köln hinschicken können, oder? Ja. Ich glaube, das war eine geniale Taktik von Rudi Völler. Wir lullen unsere Gegner jetzt ein und 2006 bei der WM gewinnen wir schlagartig. Ja? So ist es, glaube ich, geplant. Das verstößt doch eigentlich gegen die Regeln der UEFA, dass Deutschland nicht im Endspiel ist, oder? Mann. Wenn Sie jetzt hier die Vermutung haben, dass wir hier heute Abend den schlechten Verlierer spielen, ja, dann haben Sie verdammt recht. Ja? Deswegen herzlich willkommen zu unserer schlechten Verlierershow. Die schlechte Verlierershow. So, schade, dass wir nicht weiter sind. Holland ist weiter. So, und kann ich mal hier den Tisch haben? Nicht, dass Sie den Eindruck bekommen, wir wären schlechte Verlierer, meine Damen und Herren. Sind wir. Ja. Holland ist weiter, da bin ich sauer. Also, Aktenvernichter. So. So. Kann der Eindruck entstehen, dass wir schlechte Verlierer sind? Ich glaube, nein, oder? So. Ja. So. Schalten Sie zu Anke, da ist Saus und Braus. Ja? Wie heißen die beiden Assis, die wir nach Portugal geschickt haben?
Elton und Olli, meine Damen und Herren. Wo seid ihr denn jetzt? Hallo, hier ist die Stimmung riesig. Und bei euch? Auch super. Ja. Wo seid ihr? Sind wir denn schon drauf jetzt? Ja. 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 Wir sind auch drauf, und zwar tierisch. Jetzt die offizielle Schweigeminute. Ja. Wir machen ja eine Schweigeminute für den deutschen Fußball. Was ist denn da hinten los? Holländer? Ja, da sind irgendwelche Holländer da, ja. Und Tschechen. Und Tschechen. Und Holländer. Und auch Tschechen. Aber auch Engländer. Ja. Ja. Ja, wir haben natürlich hier das Spiel auch gesehen in Lissabon und sind sehr, sehr enttäuscht, wirklich. Wie wir zum Beispiel die Szene von Herrn Schneider gesehen haben, das können da wir euch mal zeigen. Bist du ja richtig ausgerastet, Elton. Ja. 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 Ich bin schon wieder verdeckt von irgendeinem so Dicken im gelben T-Shirt. Ja. Ja, aber ist egal. Emotionen pur waren das bei dir, Elton. Richtig, das wundert mich eigentlich. Schneider, ein Spieler von Bayern, von den Bayernwerken, muss doch wissen, dass die Pille rein muss. Ja. Ja, ja. Ein geiler Gag. Passt nur Katerstimmung hier. Absolut. Zeig doch nochmal die Originalaufstellung, wie sie gewesen ist und wie man es hätte besser machen können. Wir haben jetzt mal das System hier aufgebaut, wie die Deutschen hier gespielt haben, in einem klassischen 4-5-1-System. Ja. Hier die komplette Abwehr, ziemlich dünn. King Khan war heute eigentlich wieder ganz gut, aber der Sturm hier vorne. Kevin Korani war heute überhaupt nicht anwesend, deswegen kommt er auch gleich weg. Ja. Scheiße. Absolute Scheiße, sag ich da nur. Ich finde, wir... Klose. Klose kann auch nach Hause. Und Podolski. Kann auch weg. Da habe ich auch einiges vor. Danke, Deutschland. Eltner, viel Spaß. Hier, ja. Khan, auch sensationell. Alles hat er gehalten. Ich würde sagen, wir essen das jetzt erstmal auf und melden uns nachher nochmal wieder mit vielleicht ein bisschen besserer Stimmung. Und dann werden wir auch verraten, wer ab jetzt unser favorisierter Kandidat ist. Wer unser neuer Lieblingsverein. Wir haben einen neuen Lieblingsverein. Ja, ab sofort. Ja, Dufte. Vielen Dank, Elton und Olli, meine Damen und Herren. In Portugal. Zeigt bitte mal die Band. Zeigt die Band. Vorne, Bass und Gitarre. Ihr seid euch auch nicht zu blöd, noch solche Klamotten jetzt anzuziehen, oder was? Ja, meine Damen und Herren, die Stimmung kocht über. Gucken Sie mal. Oh. We're far and yes to house, we're far and yes to house, far and yes to house, we're 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 far and yes to house. Werner May Bentley Krause, meine Damen und Herren. Das geht doch nicht. Beim DSF, meine Damen und Herren, habe ich da ein bisschen was Lustigeres gesehen. Und zwar müssen wir mal darauf achten, da werden drei verschiedene Interviewpartner befragt. Und im Hintergrund taucht immer der gleiche Typ auf. Schauen Sie mal. We are the best! Super! Ja, woran lag's? Ich meine, das ist Fußball. Ich stehe sehr defensiv hinten drin und es ist halt schwer, dann ein Tor zu machen gegen so eine Mannschaft. Ja, gut, aber die sind natürlich schwer zu spielen. Du musst über die Außen spielen, du musst schnell spielen, direkt spielen. Du musst dann deine Chancen, die wenigen, die du kriegst, musst du einfach nutzen. Und man hat gesehen, wie gefährlich sie sind, wenn sie kontern können. Und gegen Holland war eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden und die wollen wir ganz sicher auch gegen die Tschechei wiedersehen. Ja, super, oder? Dreimal ins Bild geschafft und das ist ungefähr dreimal mehr als Fredi Bobic beim Spiel gegen Lettland. Ja? Super, oder? Ist aber auch schlimm, dass Rubesch und Topmöller und Matthäus ihn nicht haben zu Wort kommen lassen. Eine Unverschämtheit. Ich habe den schlimmen Verdacht, dass es ein DSF-Mitarbeiter, meine Damen und Herren, der da hinten immer so ins Bild schleicht. Ja, wir sind raus. Richtig. Sie wissen, bald sind Olympische Spiele in Athen und die Fackel wird hier durch die ganze Welt getragen. Und in Brasilien hat ex-brasilianischer Nationalspieler Pelé die Fackel getragen und er hat geheult, schauen Sie hier.
Gestern war Zwischenstopp in Brasilien. Und jetzt schauen Sie mal ganz genau hin. Fußballlegende Pelé durfte hier als erster die Fackel tragen. Dreimal wurde er Weltmeister, Fußballer des Jahres und noch so vieles mehr. Und dennoch, Pelé ist überwältigt. Bei allem, was er gewonnen hat, bei Olympia war er nie dabei. Ein Fackellauf, eine Last der Emotionen. Ja, der arme Pelé, oder? Wahrscheinlich ist die Fackel glühend heiß, ja, und das hat keiner gemacht. Oder Pelé hat das griechische Olympiastadion gesehen, im Ruhezustand. Er dachte jetzt wahrscheinlich, er muss das Ding bis nach Athen tragen, von Brasilien aus. Der arme Pelé, meine Damen und Herren. Ja, ich weiß. Sie sind alle traurig, nützt ja nichts. Leben muss ja weitergehen. Vielleicht haben Sie schon diese tollen T-Shirts gesehen, meine Damen und Herren, die wir hier Ihnen in den letzten Wochen immer wieder gezeigt haben. Haben wir extra für diese EM entworfen. Schland, Schland. Ja? Schland, Schland. Jetzt haben wir diese T-Shirts, was machen wir jetzt damit? Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Man braucht nur, also man braucht nicht viel, man braucht ein bisschen weißes Tape. Ja? Dann gehen Sie einfach hin. Reißen ein Stückchen ab. So, ich demonstriere Ihnen das mal gerade. So, dann kleben wir das hier schön drüber. So, einmal. Zweimal. So, und jetzt brauchen Sie eigentlich nur noch ein Edding, ja? Und dann machen Sie hier einfach so. Wie gefällt Ihnen das? Ja? Auch nicht schlecht, oder? Man muss einfach nur flexibel sein. Ja. Wir schalten noch mal zu meinen Kollegen. Hoffentlich ist die Stimmung da leicht besser geworden in der Zwischenzeit. Elton und Olli in Portugal, wie sieht's aus? Hallo, ja. Hallo Köln. Jetzt schon wieder ein bisschen besser. Ja, es ist eigentlich ein bisschen besser. Wir befinden uns ja hier auf dem alten Expo-Gelände in Lissabon, und zwar auf dem Adidas Fanpark, da dürfen wir sein. Das Blöde ist allerdings nur, der Global Football Chef, also der Chef für Sachen Fußball bei Adidas, ist Holländer, Thomas van Schaik. Aber den haben wir jetzt ein bisschen da ins Abseits gesetzt. Der zu Recht, da wo er hingehört. Ganz weit weg. Und Ja. Ja, es gab ja eigentlich eine ganz entscheidende Szene bei diesem Spiel. Richtig. Deutschland gegen Tschechien. Und zwar die, wo gegen den Pfosten geschossen wurde und Schneider den Ball einfach nicht reingemacht hatte. Und ich finde, diese Szene sollten wir nachspielen. Wir brauchen natürlich jetzt nur einen Pfosten. Ich habe da eine Idee. Hallo. Herr van Schaik. Wenn Sie mal ganz kurz kommen könnten. Kommen Sie mal kurz. Hallo. Erstmal Glückwunsch, ist auch ganz, ganz ehrlich und auch wirklich fürs Viertelfinale, wirklich von uns Deutschen. Wir vom ganzen Herzen wünschen wir wirklich das Allerschlechteste, was es überhaupt gibt. So, ja, kommen Sie mal rüber. Und eine fette, fette, fette Party, oder? Ja. So, ja. So. Kommen Sie mal rüber. Sie sind jetzt mal der Pfosten. Kommen Sie mal mit. Geben das Sie mir dürfte Ihnen relativ einfach fallen. So, und stellen Sie sich mal daran. Ich bin Bernd Schneider. So. Okay, das ist nicht ganz die Maße eines Pfostens, aber ist egal. So, ich bin jetzt der Ballack und schieße jetzt gegen den Pfosten. Und ich bin Bernd Schneider. Versuche aber auch den Pfosten ordentlich zu treffen. Ja. Seid ihr soweit, Herr Schneider? Ja, ich bin bereit. Ich mache ihn diesmal auch rein. Okay. Pfosten! Ja! So einfach geht das. Ja, so hätte es gehen können. So einfach ist Fußball. Warte, ich hätte gerne noch mal den Pfosten richtig getroffen. Das war gar nicht so, wie Ballack das gemacht hat. Oh, du bist. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz festhalten. Ich spiele noch mal ganz kurz Pfosten. Oh. Ja. Ja, schade. Toll, das war denn der. Du hättest jetzt allerdings als Schneider ihn noch reinmachen müssen. Ach so, Entschuldigung, ich war nicht auf dem Posten. Also, Entschuldigung. Ja, nee, kein Problem. Aber jetzt Deutschland ist raus. Jetzt heißt es natürlich, wir müssen jemand anders gut finden. Und das genau. Ist natürlich nur eine einzige Mannschaft. Was denn jetzt? Ach so, ja, da muss ich hier wechseln, weg mit dem Driss. Ja, das ist und zwar Portugal! Und hier ist große Stimmung jetzt. Ja, wir haben Mädels hier. Mädels aus Portugal. Kommt rein. Hier wird jetzt, gefeiert sollte. Mit Portugal. Namen. So, Portugal, 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 Portugal. Ja. So. Ja, und wir, vielleicht kennt man zu Hause den weltberühmten Adidas-Spot Road to Lisbon.
Ja, und rot zu Lispeln. Du siehst ein bisschen aus wie Niki Lauda. Ja, danke, aber das Ohr ist noch ganz. Ja. Jetzt jedenfalls sind wir auch Werbestars bei Adidas. Und da möchten wir euch mal diesen neuen, aktualisierten Adidas-Spot zeigen. Bitteschön. So, Jungs, auf geht's! We have to go to Lissabon! Ich weiß nicht warum, aber aufwärts hat unsere Maschine immer irgendwie einen Nachteil. Da sind wir nicht schnell genug. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Who did win the last game at the Wembley Stadium? Who was it? Who was it? Who was it? The final game in the Wembley Stadium. Ja, können noch nicht mal rübsen, kann er. Hier, Colonia. Mein Name ist Michael Ballack. Und ich bin der Oliver Kahn. Und wir sind Deutsche. Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Ole, 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 ole. Ein King Khan Menü. King Khan Menü. King Khan. Burger King hier. Khan, der Torwart Titan. Und ein King Khan Menü. King Khan Menü? Ja. What is this? It's a burger. Burger. We have burgers. Ja, yeah. King Khan Menü. King Khan. So, mit Olli zu fahren langt mir jetzt. Ich steige jetzt einfach mal hier ins Auto ein. Ich hab Hunger und will nach Hause. Einmal zum Fanpark. Ei, ei, ei. So. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ei, ei, ei. Gucci, 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 Portugal! 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 Ja! Ja! Die Stimmung kocht hier jetzt so in der Hollywood! Hier, Mordstimmung! Na? Ja, sag mal! Was willst du denn hier? Lass doch mal die Mädels Wir ran. Wollen Weiber sehen! Weg Hallo! Na? Olli, wie geht's denn Alter. Weiter in den nächsten Tagen? Ohne Deutschland! So. Ja, Ich hab grad nichts verstanden. Was hast du gesagt? Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall, auch wenn die Deutschen ja, nicht da sind, nach Faro noch runterfahren und da ein paar Stationen abklappern, damit Eben. Wir noch mehr von Portugal, diesem wunderschönen Land, mit diesem super Team vorstellen können. Außerdem werden da jetzt ja Zimmer frei. Ja. Und wir haben gegen diese Mädels übrigens auch gespielt, fußballmäßig, heute Nachmittag hier auf dem Platz. Und wie wir uns geschlagen haben gegen die Frauen aus Portugal, aua, danke schön, das können wir uns ja jetzt mal angucken. Spiel. Wir kamen mit dieser Manndeckung einfach nicht klar. A good game. Was very good. Was very good technical, you know. Hey. Sorry. But you know, we put our hand in my hand. We are better now. You know. I like for what I think. So, und ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Dusche. Und da habe ich gewonnen. Ja. Gegen alle. Ja. Ja. Wie es sich natürlich. Das Spiel ging übrigens
auch 2-1 aus, wie man gesehen hat, für die Frauen. Und wie sich es sich für so ein so riesiges Spiel gehört, gab es danach noch eine Pressekonferenz. Ja, Rudi Völler und Michael Skibbe haben sich natürlich auch zu diesem Spiel geäußert. Kritisch. Ich habe die eine oder andere gute Aktion von Olli Pocher gesehen, auch so erwartet. Er ist für mich auf jeden Fall der Klose des Sturms. Während der Elten, ich sag man mal... Man muss ihm aber auch Zeit geben. Standfußball. Standfußball ist das, was ich... Ich kann gerade nicht reden. Sag mal, Rudi, haben Sie bei dir die Hand da auf, wo ich es vermute? Wir haben von Anfang an mit einer engen Raumdeckung gespielt. Wir wollten die Mädels von Anfang an eng decken, stark rannehmen und das hat nur bedingt geklappt. Gerade von Olli Pocher bin ich sehr. Also ich fand das Spiel übrigens. Ich fand das Spiel sehr flüssig, denn so viel Flüssigkeit, wie der Elton verloren hat, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich fand mal die Leistung der Mannschaft herausragend. Wir haben schon lange nicht mehr so gut gespielt. Auch ein Elton hat super gespielt. Das muss man auch jetzt einfach mal klar sagen. Gut, wir haben haushoch gegen einen also nicht so starken Gegner verloren. Aber trotzdem habe ich sehr gute Leistung gesehen und ich gehe positiv in das Spiel hier schwulen. Gut, das kann ich ehrlich gesagt nicht so sagen, denn ich habe nur jetzt den Olli Pocher so extrem, ich habe den Olli Pocher extrem gut von Anfang. Ey, selber hart. Immer dieser Scheiß hier. Ich hab da keinen Bock mehr. Echt, ey. Ja. So. Ja, Gott, du Gott. So. Oh, ei. Kommt wieder. So. Ja. Wir feiern jetzt noch ein bisschen. Hol mal mein Ohr raus, ich verstehe sowieso nichts mehr. Ja, wir hoffen natürlich jetzt ganz stark, dass die Portugiesen auf gar keinen Fall so ins Wasser fallen, wie wir Deutschen. Und damit zurück mit fantastischen Bildern und einem Sprung von Elton und mir ins kalte Wasser wie die Deutschen. Tschüss. Lieber Portugal! Elton und Olli, meine Damen und Herren, live aus Portugal. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der eigentlich eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Relativ kurz war diese Karriere. Er ist vom Hobby-Torwart fast sozusagen bis in die englische erste Liga aufgestiegen. Und dann aber auch ganz schnell wieder weg gewesen. Spielt jetzt wieder in der Amateurmannschaft, glaube ich, beim 1. FC Köln. Ja? Zwischendurch war er noch mal Borussia Mönchengladbach. Und diese Sensationsgeschichte möchte er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Lars Lese, meine Damen und Herren. So, das muss man jetzt erstmal erzählen. Also, Lars war Torhüter früher bei FC Köln, auch in der Jugend. FC Köln, also in der schon Jugend. Ambitioniert, habe aber mit 16 dann aufgehört wegen Wein, Weib und Gesang. Hatte einfach keinen Bock mehr, durch diese Mühle zu gehen. Und habe dann in der Thekenmannschaft wieder angefangen im Westerwald und habe dann ein paar Jahre Kreisliga gespielt und bis ich 23 war. Ja. Und mit 26 saß ich im Büro, habe damals dann in der Oberliga gespielt bei Viktoria Köln. Und dann rief der Rettich an, der Herr Rettich, der jetzt beim FC Manager ist, damals Kalmunds Assistent. Mhm. Ich soll mal nach Leverkusen kommen. Ja, bin ich nach Leverkusen gefahren, dann war der Kalli da und da bin ich mit 26 Profi geworden. Ja. Hab aber dritter Torwart, nie auf der Bank gesessen, auch nie gespielt. Also war es nicht gut genug, oder? Nicht wirklich gut genug. Haben dann in England, habe ich einen Berater gehabt, da haben wir so ein bisschen geschwindelt, haben gesagt, ich wäre so zweiter Torwart in Leverkusen, hätte so hier und da mal ein paar Einsätze gehabt. Also die Engländer lassen sich verarschen dann? Die haben sich verarschen, also in dem Fall, ja. Haben mich dann für 750.000 Mark auch gekauft, also ich bin der teuerste dritte Torwart. 750.000 Mark, das ist aber ein Schnäppchen, 750.000. 750.000 Mark hast du gekostet? Ja, 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 ja. Unfassbar. Sensationell. Dafür kriegt man ja in der Ukraine nicht mal eine Frau. Ja. So, ja, und dann bin ich nach England. Die dachten natürlich auch, ich bin der erfahrene Torwart aus dem Land des damaligen Europameisters. Ja. Das war, wir erinnern wollen uns. Nicht dran denken jetzt. Nein, ich wollte dich jetzt nicht wieder zurückholen. Und und dann habe ich auf einmal in England in der Premier League gespielt und wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum. In der ersten Liga? Bei welchem Verein? FC Barnsley. Der Verein ist auch ein Verein, der das erste Mal in der 110-jährigen Geschichte in der Premier League gespielt hat. Also die sind aufgestiegen und haben dann halt gegen Man U und die ganzen Jungs da gespielt. Und du hast auch mal ein Pokalendspiel oder was war das gemacht? Im Wembley-Stadion? Nee, das habe ich nicht. Ich habe in Anfield. Wir haben in Liverpool mal 1-0 gewonnen, wo ich dann spielen durfte. Ja. Und das war eigentlich so mein Highlight dann. Ich meine, auch Owen und Konsorten waren dabei, die man ja heutzutage auch noch kennt. Und ach, gegen den hast du auch gespielt? Kalle Riedle damals in Liverpool. Beckham?
Beckham habe ich auch gegen gespielt, in ManU. Ja, gegen Beckham, wie alt war der denn damals? Weiß ich nicht, weiß noch nicht mehr, wie alt er heute ist. War ja, diese Geschichte, die du erlebt hast, die gibt es auch in einem Buch nachzulesen. Die heißt Traumhüter. Der Traumhüter, das hast du aber nicht geschrieben, das Buch, oder? Nee, der Ronald Reng, ein Journalist, hat das geschrieben, genau. Den ich in England kennengelernt. Und du hast deine Geschichte da erzählt, genau. Aber jetzt bist du wieder mehr Hobbytorwart, oder? Ja, beim FC Regionalliga, also ich meine, weiß nicht, man muss schon jeden Tag trainieren. Was heißt FC Regionalliga, habe ich was verpasst? Nein, bei den Amateuren. Ne? So weit sind sie noch nicht unten. Also in der Amateurmannschaft, ja. Mit der ersten Mannschaft. Ja, war heute, Oliver Kahn kann man nichts ankreiden, oder? Ja, einen guten Doppelpass gespielt mit dem Barosch vor dem Tor. Okay, ja, gut, ja, das stimmt. Ja. Aber sonst naja, kann ja nichts machen, klar. Ja. Tja, was machen wir jetzt? Es gibt aber schlimmere Sachen als das, was Olli Kahn passiert ist. Ich zeig mal, ich habe hier ein paar tolle Torwart-Missgeschicke für Sie mal vorbereitet. Und zwar schauen Sie sich das hier an. Das kann auch passieren. Ja. Das ist ärgerlich, oder? Ja. Sowas ist ärgerlich. Dann das hier haben Sie ja eben schon. Ah, nee. Doch, zack. Ah. Das kann passieren, ja. Dann, das ist auch interessant. Ja. Ja, als Torwart hat man es nicht einfach. Torwart ist eine relativ gefährliche Sache, oder? Manchmal schon, weil man muss ja immer, wenn der Spieler kommt, man muss draufgehen. Und es kann auch sein, dass man am Fuß im Gesicht landet. Ja, man freut sich ja sogar, wenn man den Ball vor die Birne bekommt, anstatt dass er reingeht. Das ist ja das Perverse, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, das kann auch passieren, wenn man Torhüter ist. Da ist man natürlich der Gearschte, wenn sowas passiert, oder? Den letzten beißen die Hunde. Ja, den letzten. Und am besten ist natürlich der Torhüter, glaube ich, der die kühnsten Tricks drauf hatte, war wahrscheinlich Igita, oder? Ja, das war Kolumbianer. Kolumbianer. Wembley 0-0 und der macht da dieses Ding. Das ist die spektakulärste Szene von Igita, die möchte ich Ihnen noch mal zeigen, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Wahnsinn. Ja, vor allem, die werden ja erschossen, wenn der reingegangen wäre. In Kolumbien wird ja jeder erschossen, der ein Eigentor macht. Das ist tatsächlich passiert, ne? Bei der WM 94, dass ein kolumbianischer Spieler, weil er ein Eigentor geschossen hat, ist er im eigenen Land. Eine Woche später ist er hingerichtet worden. So, und jetzt ist wieder Zeit für den TV Total Blind Kick. TV Total Blind Kick. Heute das Spiel von morgen vorweg, das Viertelfinale. Das heißt, wenn es unentschieden ausgeht, meine Damen und Herren, gibt es heute auch hier Elfmeterschießen direkt. Und zwar morgen Portugal gegen England. Und beide Teams sind hier mit unserem DFB-Schiedsrichter Jürgen Aust. Herzlich willkommen, die Teams, meine Damen und Herren. Portugal und England, meine Damen und Herren. Ja. Jetzt sind Sie im Viertelfinale heute, ja. Herr Aust, also begehen Sie keinen Fehler. Ja? Ich bin mir der Sache bewusst. Sind Sie sich der Sache bewusst. So, dann geht's gleich los. Wir hören natürlich erst die Nationalhymnen bei der beiden Länder. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen für die... Meine Damen und Herren, hallo. Nationalhymne. Ja, zuerst die Nationalhymne Portugals. Die portugiesische Nationalhymne. Wir kommen jetzt zur englischen Nationalhymne. Bitte schön. So, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Portugal gegen England. Die Regeln sind klar, Lars, oder? Ja, klar. Ja, du kannst die Spieler kommandieren. Die Spieler sehen nichts. Die Spieler hören nur immer das Kommando des jeweiligen Coaches. Also die portugiesischen Spieler hier hören nur mich und die englischen hören nur den Lars. Und Herr Aust, walten Sie Ihres Amtes. Das Viertelfinale Portugal gegen England. Los geht's. Stürmer vor, sehr gut. Schieß! Ja! 1-0 für die Engländer, meine Damen und Herren. Spieler zurück. Herr Aus, Sie müssen meinen Spieler holen. Ja.
Mann. So, und mit links rechts. Schießen! Schieß ein, drehen! Abstand. Zurück. So, Portugal zurück. Stopp. Genau so. Und jetzt mit dem rechten Fuß schießen. Ja, jetzt So, der muss auch ein bisschen mehr Abstand halten. Stürmer links, stopp. Torwart ja, genau. Und jetzt direkt mit links abziehen. Mit links abziehen. Vor. Nochmal und jetzt nach vorne, links. Ja, gut so. Torwart links, links. Aus. England gewinnt 2-0. 2-0 für England. Ja. Herr Aus, fantastisch gepfiffen mal wieder. Alles klar, alles gut. Ja, 2-0 für England gegen Portugal. Lars, herzlichen Glückwunsch, super gespielt. Ja, mal gucken, ob das Spiel morgen so ausgeht, meine Damen und Herren. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bis morgen.